Dr. Hans-Günther Wees leitet das interdisziplinäre Schlafzentrum am Pfalz-Klinikum Klingenmünster. Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Seit 2008 ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Als Schlafexperte ist es seine Mission, das Wissen über Schlaf und Schlafstörungen zu verbreiten. Dabei ist ihm eine Verbesserung der Behandlung von Patienten mit Schlafstörungen ganz besonders wichtig. Er ist auch Autor von Fachbüchern und wissenschaftlichen Studien. 2016 ist sein Buch »Die schlaflose Gesellschaft« erschienen. Das ist ein populärwissenschaftliches Werk, das sich an Menschen richtet, die sich für die gesellschaftlichen Zusammenhänge des Schlafes interessieren. Ende 2018 hat er dann ein ganz anderes Buch publiziert mit dem Titel »Schlaf wirkt Wunder«. Und darüber wollen wir jetzt mit Hans-Günther Wees sprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Wees, bei unserem BSD Schlaf-TV. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich grüße Sie. Ich freue mich, da zu sein. Erstmal Glückwunsch zu Ihrem jetzt schon zweiten Buch. In Ihrem ersten Buch, das war ja eher ein wissenschaftliches Buch mit einem Inhaltsverzeichnis und blauen Erklärkästchen. Das aktuelle Buch, das ist ja jetzt eher ein Roman, liest sich wie eine spannende Geschichte. An welche Leser ist das gerichtet? Ja, also das neue Buch soll tatsächlich ein Lesebuch sein, welches unterhaltsam sein soll, welches nicht müde macht, nicht Schläfrigkeit hervorruft beim Lesen, sondern einfach ja, Freude, Neugier weckt auf dieses unbekannte Drittel unseres Lebens, den Mythos Schlaf. Und das möchte ich so erzählen, oder ich habe den Versuch unternommen, es so zu erzählen, dass es ja jeden anspricht. Ich habe bewusst auf Fachwörter, auf Literaturzitate oder Ähnliches, was den Lesefluss eher unterbrechen würde, verzichtet. Und so wie die ersten Rückmeldungen sind, glaube ich, kommt es ganz gut an. Beim ersten Sachbuch, so möchte ich es vielleicht nennen, da war ich wissenschaftlicher. Das haben interessanterweise meine Kollegen sehr gerne gelesen. Also ich schreibe auch Lehrbücher. Da achtet man ja gar nicht darauf, ob jetzt der Leser sich wach halten kann oder nicht, sondern da tut man die Inhalte formal, logisch, didaktisch sauber runterdeklinieren. Und ob der Leser wach bleiben kann oder nicht, das ist seine Angelegenheit. Aber jetzt beim Sachbuch war es dann schon so, da will man auch, das war so Zeitwissensstil, der Versuch. Und das haben interessanterweise die Kollegen gelesen, ganz viel. Und jetzt dieses Buch, das ist so für die breite Masse sozusagen unterhaltsam. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Musste ich auch dazulernen, aber schön. Sehr schön. Sie sagen das unbekannte Drittel des Lebens. Wie viel wissen denn nicht nur Ihre Leser, sondern natürlich auch die Patienten und allgemein Menschen über den Schlaf? Wissen wir viel darüber oder merken Sie immer wieder, dass da gar nicht so wirklich Wissen darüber herrscht? Ich habe schon das Gefühl, dass da eine Wissenslücke da ist, was den Schlaf angeht, seine Funktion, seine Bedeutung, auch was den guten Schlaf, Bedingungen für einen guten Schlaf, das richtige Verhalten. Da sind schon große Wissenslücken da. Viele schätzen den Schlaf ja gar nicht richtig. Wenn sie sich das mal bewusst machen, wenig zu schlafen, früh aufzustehen, der frühe Vogel fängt den Wurm, dann ist man hip, dann ist man dynamisch, tüchtig, fleißig. Das drückt ja schon aus, dass Schlaf eigentlich gar nicht so geschätzt wird und eingeschätzt wird, was er tatsächlich an Funktion und Bedeutung für den Menschen hat. Er ist ja das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm. Und wenn dann jemand viel schläft, was wirft man ihm vor? Oder wie nennt man ihn? Also faul zum einen, das ist dann auch eine Schnarchnase, eine Schlafmütze. Und man verweist ihn darauf, dass er die Konkurrenz auch nicht schläft. Ne? Und von dem her glaube ich schon, wir sollten viel mehr erfahren, wie wichtig und bedeutsam der Schlaf für den Menschen, für seine Gesundheit ist, dass er eben tatsächlich vor vielen Krankheiten schützen kann, dass er uns wach macht, dass wir ja, leistungsfähiger sind, wenn wir ausreichend schlafen. Und ich persönlich plädiere dafür, dass eigentlich dieses Thema Schlaf in den Schulunterricht mit aufgenommen werden sollte. Biologieunterricht beispielsweise würde es wunderbar hineinpassen, dass man schon die Kinder, die Jugendlichen aufklärt, wie wichtig er ist und ihnen auch das richtige Verhalten sozusagen mitteilt, damit man tief und fest und erholsam schlafen kann. Also sind jüngere Menschen noch uninformierter, wenn es um den Schlaf geht? Beschäftigt man sich damit erst in einem älteren, ja, wenn man etwas älter ist? Ja, sowohl als auch. Also natürlich ist es so, wir kümmern uns immer dann um irgendwelche Dinge, vor allem wenn es um die Gesundheit geht, wenn wir dann mal krank geworden sind. Dann haben wir erfahren, wie wichtig und bedeutsam doch
die Gesundheit ist. Und beim Schlaf ist es genauso. Es ist für viele völlig selbstverständlich, solange er gut funktioniert. Aber wenn er nicht mehr funktioniert, dann weiß man es erst zu schätzen und dann kümmert man sich mehr oder weniger darum. Und Schlafstörungen sind eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Von dem her werden sich die Älteren eher darum kümmern. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, diese neuen Schlafgadgets, die es da gibt, diese Apps und Fitnessarmbänder, die haben schon auch einen Vorteil, wenngleich sie, ich sage immer, Steinzeitmethoden der Schlafforschung eigentlich sind oder zugrunde liegen. Sie haben den Vorteil, dass sie die Jugendlichen schon darauf aufmerksam machen, dass Schlaf was Wichtiges, was Bedeutsames ist. Und die kümmern sich dann plötzlich mehr darum, wenngleich ich es mir anders wünschen würde, weil tatsächlich diese Apps und Gadgets da, die können den Schlaf gar nicht richtig messen und erfassen. Und sie rauben ja auch manchmal den Schlaf, wenn man sich anschaut, wie viel wir mit dem Smartphone, dem Tablet, dem Laptop unterwegs sind. Und ich persönlich kann das irgendwie sehr gut nachvollziehen. Ich sitze den ganzen Tag am Laptop, dann klappe ich den zu, dann hole ich mir das Tablet und im Bett wird dann noch ein bisschen Social Media mit dem Smartphone durchgescrollt. Man schläft später, man schläft dann vielleicht auch schlechter. Haben wir da, wie ist das jetzt heutzutage mit den ganzen Digitalisierungen und den Apps und den Medien? Naja, wir sind schon dadurch eine 24 Stunden Non-Stop-Gesellschaft geworden. Die Anfänge waren eigentlich bei Edison, der das Licht sozusagen gebrauchsfertig, die Glühbirne gebrauchsfertig entwickelt hatte. Da konnte man schon mal die Nacht zum Tage machen und die neuen Medien, das ist jetzt nochmal ein neuer Schritt. Wir können tatsächlich im Bett noch die E-Mails vom Arbeitsplatz checken. Wir können noch mit den Freunden über WhatsApp und andere Systeme tatsächlich kommunizieren und das ist nicht gut. Also früher sind die Kinder, die Jugendlichen mit dem Kuscheltier ins Bett gegangen, heute gehen sie mit dem Smartphone ins Bett. Stimmt, leider. Und das hat schon Auswirkungen. Also wir haben vor kurzem eine Studie gemacht, da konnten wir zeigen, dass diejenigen 14- bis 19-Jährigen, die das Smartphone mit ins Bett nehmen, die haben weniger Schlaf, die sind am Tage müder und in anderen Studien konnten wir auch zeigen, dass die schulisch schlechtere Leistungen haben. Also das hat schon Konsequenzen, wenn wir rund um die Uhr sozusagen online sein wollen und nicht mehr die für den Schlaf notwendige Entspannung herbeiführen. Also Handy raus aus dem Bett, ist das Ihre Empfehlung? Ja, also wir sprechen immer von Schlafhygiene und ich würde einen neuen Begriff einführen wollen, die Medienhygiene, die brauchen wir auch für den Schlaf. Und da würde für mich dazugehören, dass wir eine Stunde, bevor wir ins Bett gehen, tatsächlich Smartphone, Tablets, Internet, Computerspiele, alles auf die Seite legen. Dann kommen wir eher in die notwendige Ruhe und Entspannung, die es braucht für einen erholsamen Schlaf. Den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Einen anderen Tipp möchte ich mir noch holen. Und zwar ein Kapitel in Ihrem Buch trägt den Titel Warum Frauen es schwer haben mit dem Schlafen. Da muss ich natürlich als Frau jetzt nachfragen, warum ist das so? Naja, Frauen haben verschiedene Handicaps, was das Schlafen angeht. Von Natur aus sind sie eigentlich die besseren Schläfer. Im Vergleich zu den Männern, sie haben Tiefschlaf. Bis ins hohe Alter, da schaut der Mann in die Röhre ab dem 50. Lebensjahr, das hat er nicht mehr in diesem Maße. Deswegen meinen wir auch, dass der Mann vielleicht eine kürzere Lebenserwartung hat, weil er eben diese Erholungsprozesse, die der Tiefschlaf mit sich bringt, nicht so hat wie die Frau. Die Frau hat auch den flexibleren Schlafrhythmus als der Mann beispielsweise. Von dem her sage ich immer sonntagmorgens, der Mann mit seinem starren Rhythmus, der muss um 7 wie werktags raus, dann kann der die Brötchen holen, die Frau darf noch ein bisschen liegen bleiben. Super. Aber jetzt, was die Handicaps angeht, muss man sagen, es ist so, die Frauen haben einen Zyklus. Das heißt, sie haben hormonelle Schwankungen und immer dann, wenn das Progesteron fehlt im Monatszyklus, Progesteron, das ist ja wie so ein Tranquilizer, das macht gute Gefühle, dann schlafen sie schlechter schon mal. Dann ist es so, dass Frauen schwanger werden. Soll vorkommen. Bei der Schwangerschaft ist es so, dass man entweder im ersten Trimester ganz gut schlafen kann, weil man hat viel Progesteron, aber da kann einem schon die Schwangerschaftsübelkeit so in die Suppe spucken, dann ist da auch nicht gut mit dem Schlaf. Aber spätestens dann im zweiten, im dritten Trimester, dann
ist es so, dass das Kind groß ist, das hat macht Trittbewegungen, bewegt sich hin und her, die Lunge wird hochgeschoben, die Blase wird verkleinert, man muss nachts ständig raus, dann hat man da schon ein Handicap, was das Schlafen angeht, und es ist ja mit der Geburt dann nicht vorbei. Es gibt eine schöne Studie der National Sleep Foundation in den USA, die zeigt, dass Mütter in den ersten 2 Lebensjahren ihrer Kinder bis zu 6 Monate weniger Schlaf haben. Mhm. Kinder sind Schlafräuber. Und dann nebenbefundlich hat man übrigens dort festgestellt, man hat auch das Schlafverhalten und die Schlafmenge der Männer mit erfasst, und man hat festgestellt, dass die Männer selig unverändert weiter schlummern in den ersten 2 Jahren. Und als weiteres Handicap, Frauen haben dann auch eine Menopause, wo es wiederum zu hormonellen Veränderungen kommt, wo auch Progesteron, dann Östrogene sich verändern, was wiederum auf einer emotionalen Ebene sich auswirken kann. Und da kommt dann aber auch gleichzeitig noch das veränderte Rollenverständnis mit hinzu. Das kann, wie in der Psychologie sagen, eine krisenhafte Lebenssituation auch sein, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und wenn man auch wieder in den Beruf eintritt, dann kommen da auch wieder psychosoziale Belastungen mit hinzu. Okay, vielen Dank erstmal. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, Sie versprechen in Ihrem Buch, dass man in 3 Wochen wieder richtig gut schlafen lernen kann. Funktioniert das wirklich? Also ich habe das, ja, ich möchte es so formulieren, ich habe da all meine Erfahrungen reingesteckt, die ich in 20, 25 Jahren Behandlung von Menschen mit Schlafstörungen habe. Ich habe das auch vorher getestet im Freundeskreis, wo die einen oder anderen sagen, dass sie nicht gut schlafen. Und ich hatte eigentlich durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Auch jetzt bekomme ich schon Leserzuschriften tatsächlich, wo die Menschen sagen, mit diesem Buch ist es ihnen wieder gelungen, besser zu schlafen. Aber wir müssen natürlich auch realistisch sein. Wir nennen das eine Bibliotherapie, wenn man über das Lesen eines Buches sich selber bei einem Problem weiterhelfen kann. Man muss schon realistisch sein, wir können nicht jedem Schlafgestörten damit helfen, wir können damit nicht die Behandlung beim Arzt, beim Psychotherapeuten, vom Schlaflabor bei jedem ersetzen, aber es kann durchaus helfen, wie Sie sehen. Und Sie helfen auch Ihren Patienten zum Beispiel mit einer Schlafschule an Ihrer Klinik. Was genau ist das und welchen Erfolg haben Sie da? Ja, das ist eigentlich was Ähnliches, sage ich mal, vom Inhalt her, wie auch dieses 3-Wochen-Programm in diesem Buch. Wir vermitteln innerhalb von 2 Tagen kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen. Diese Techniken gelten heute als das Mittel der Wahl in der Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen. Wir kommen davon ab, dass wir sagen, die Pharmakotherapie, also Behandlung mit Schlafmitteln, ist das Mittel der Wahl, sondern wir wollen die Patienten mit diesen Techniken zu ihrer eigenen Schlaftablette machen. Das heißt, sie sollen selber wieder lernen, sich tief zu entspannen, sich abzuschalten, zu entpflichten, schlafstörende Verhaltensweisen abzulegen. Und das bringen wir diesen Menschen in diesen 2 Tagen bei. Die kommen aus ganz Deutschland zu uns in die schöne Südpfalz und verbinden das manchmal gelegentlich noch mit ein bisschen Urlaub. Und 2/3 davon können wir helfen. Das zeigen uns die wissenschaftlichen Evaluationsdaten. Ja, und gehen dann mit einem besseren Schlaf wieder nach Hause. Sehr schön. Sehr erstrebenswert, der gute Schlaf. Schlafen Sie gut? Ich weiß ja, wie es geht, wie man es machen muss. Von dem her schlafe ich meistens gut. Aber Schlafstörungen gehören auch zum Leben mit dazu. In krisenhaften Lebenssituationen geht es auch mir so, dass ich mal ein paar Tage schlecht schlafe. Das bringt mich nicht aus der Ruhe. Ich weiß, dass es wieder vorübergeht. Und ansonsten bin ich ein guter Schläfer. Ich liebe mein Bett. Dort lege ich mich abends rein und ich weiß, jetzt kann niemand mehr was von mir verlangen. Jetzt bin ich sozusagen auf Urlaub. Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Wies, für das Interview. Danke. Ich freue mich fürs Interesse.